Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und heute starten wir das Video mal mit ein paar Aufräumarbeiten in meinem Formikarium. Ich hatte einen Mehlkäfer gefüttert, wobei sie den gar nicht so gern angenommen haben, wobei ich das natürlich verstehen kann, weil ja nicht so viel dran ist. Und ein paar Halmchenreste habe ich auch noch rausgeräumt. Heute haben sie von mir mal eine Fliege bekommen. Und da seht ihr es auch rechts oben in der Infokarte, ein Video vom Insect Channel. Und zwar hat der ein ziemlich schönes Tutorial dazu gemacht, wie man eine Fliegenfalle baut. Und damit habe ich diese Fliege auch gefangen. Die ersten Arbeiterinnen haben dann die Fliege auch schon nach kurzer Zeit entdeckt und haben sie dann angefangen zu inspizieren. Nach relativ kurzer Zeit haben sie dann auch schon die Fliege angefangen, in Richtung Nest zu tragen. Mittlerweile haben die Ameisen links und rechts vorne in den Ecken ihren Müllhaufen, was ich auch sehr schön finde. Ich dachte, das dauert noch ein bisschen länger, bis sie das machen, aber jetzt tragen sie den Müll nicht mehr irgendwo in die Arena, sondern tatsächlich immer an diese Orte. Am nächsten Tag haben sie dann etwas ganz Besonderes zu essen bekommen, und zwar das erste Mal ein Apfelstück. Für das Stück haben sich tatsächlich direkt einige Arbeiterinnen interessiert. Zwar war das jetzt nicht so stark, wie ich gedacht habe, also sie sind nicht so drauf abgefahren, wie ich es erwartet habe, aber nach kurzer Zeit waren wirklich schon einige Arbeiterinnen da. Nach ungefähr 10 Minuten haben sich dann auch nicht mehr wirklich viele Arbeiterinnen für das Apfelstück interessiert und ich habe es dann auch wieder rausgenommen. Ich denke mal, das liegt daran, weil sie ja sowieso durchgehend Zugang zu einem Zuckerwasserreagenzglas haben und dadurch eigentlich nicht so wirklich den Bedarf für Zucker haben. Danach haben sie von mir noch ein Heimchen bekommen, weil die Fliege ja gestern nicht besonders viel war und ich denke, darüber haben sie sich sehr gefreut. Nachdem dann genügend Arbeiterinnen da waren, haben sie dann angefangen, das Heimchen in ihr Nest zu tragen. Das Transportieren von dem Heimchen geht eigentlich immer recht schnell, bis auf das kurz vorm Eingang. Da dauert es immer ein bisschen länger, weil die ganze rausgetragene Erde macht es halt für die Ameisen schwer, dort Halt zu finden, um das Heimchen reinzuziehen. Ja, heute haben sie dann nochmal zwei Heimchen bekommen, denn ich wollte mal sehen, was passiert, wenn man denen zwei verschiedene Futterquellen anbietet, wie schnell sie die dann beide reintragen, ob sie vielleicht auch nur eins reintragen oder ob sie tatsächlich beide reintragen. Bei dem linken Heimchen, das ich reingelegt habe, ging es dann auch relativ schnell rund, also nachdem die erste Arbeiterin das inspiziert hatte, kamen dann auch ziemlich schnell die ersten anderen nach. Und das war dann auch das erste Heimchen, das sie angefangen haben wegzutragen. Als ich dann gesehen habe, dass die erste Arbeiterin vom rechten Heimchen zurück ins Nest gelaufen war, habe ich nur noch darauf gewartet, dass dann die ersten anderen Arbeiterinnen rausrennen, um das Heimchen zu begutachten und natürlich dann auch ins Nest zu tragen. In dieser Zeit wurde das linke Heimchen schon ein Stückchen weiter nach hinten getragen und man sieht auch, dass die Ameisen deutlich daran beschäftigt sind, dieses Heimchen zu bewegen. Mittlerweile sind auch einige Arbeiterinnen an dem anderen Heimchen angekommen. Das linke Heimchen haben sie jetzt schon fast bis zum Nesteingang transportiert und wenn ihr genau hinguckt, seht ihr, dass die obere Ameise, die sich am Stock festhält, fast alleine das ganze Heimchen hochhebt und das finde ich ziemlich erstaunlich. Mittlerweile haben die Arbeiterinnen auch schon begonnen, das zweite Heimchen in Richtung Nest zu tragen. Als die dann mitten auf dem Weg waren, haben dann die Arbeiterinnen, die das andere Heimchen bewegt haben, mittlerweile es bis zum Nesteingang geschafft. Und nicht viel später haben die Arbeiterinnen auch das andere Heimchen in den Nesteingang getragen. Und zum Schluss gibt es nochmal einen schönen Einblick ins Nest und da hat sich mittlerweile wirklich einiges getan. Seit dem letzten Update haben sie wirklich sehr viel gegraben und zwar haben sie jetzt, wenn man von hinten guckt, auf der rechten Seite sehr viel freigegraben und man sieht jetzt sehr schön ihre Gänge. Dort lagern sie jetzt mittlerweile auch einige Puppen, ein paar Larven und sonst aber eher weniger, beziehungsweise man sieht leider nicht ganz so viel.
weil die Scheiben leider noch ein bisschen verdreckt von Sand sind. Ich hoffe, dass sich das in Zukunft ein bisschen ändert, aber ansonsten ist es auch nicht schlimm. Hauptsache, sie bauen sie wieder weiter an der Glasscheibe. Hier sieht man nochmal den Großteil ihrer Brut und den alten Nestbereich. Wobei mittlerweile weiß ich gar nicht mehr, wo ihre meiste Brut lagert, da sie jetzt ja überall ein bisschen was lagern. Und ich glaube auch, dass die Kolonie mittlerweile fast 100 Worker hat, denn die Puppenhülsen auf den Müllhaufen sind circa bei so 50 bis 80 Stück. Also ich denke, dass die Kolonie auf jeden Fall an die 100 Worker hat, denn auch draußen in der Arena sind eigentlich immer 10 bis 15 Arbeiterinnen. Ja Leute, das war's wieder mit dem Video. Ich hoffe natürlich, euch hat's gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein und bis dahin. Ciao.